ist der Plan nach dem Abschluss, auf jeden Fall an der Fertigungsschnittstelle zu arbeiten, aber auch Richtung Automatisierungstechnik. Da würde ich gerne in der Fertigung arbeiten, dann auch natürlich die Digitalisierungskompetenzen mit einbringen und da die Fertigung ein bisschen mehr digitalisieren. Ich mache jetzt erstmal meine Masterthesis im Anschluss und danach möchte ich dann auch gerade die Schnittstelle zwischen Maschinenbau und IT widerspiegeln im Beruf und da quasi auch Automatisierung, Digitalisierung, aber auch gerne in der Produktion und Fertigung mitarbeiten. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Arbeitswelt. Ich habe schon gesagt, Produktion interessiert mich sehr und da würde ich auch gerne bleiben. Oder auch im Hinblick Entwicklung, Smart Factory einfach umzusetzen später im Berufsalltag und das, was ich hier lerne, natürlich auch anwenden zu können. Genau. Bei mir ist es eigentlich auch fast ähnlich. Ich interessiere mich auch sehr für die Produktion, könnte mir mal vorstellen, Betriebsingenieur zu sein oder in der Qualitätssicherung zu sein. In Hinsicht dann natürlich auf Digitalisierung, wie neue Technologien dabei helfen könnten. Aber auch den Bereich Entwicklung finde ich eigentlich sehr spannend, wie neue Produkte entwickelt werden könnten. Da sehe ich mich irgendwann mal. Also jetzt folgt ja noch das dritte Semester, wo die Masterarbeit ansteht. Die werde ich ebenfalls bei Pilz, wo ich aktuell schon tätig bin, schreiben und dann versuche ich auch danach dort weiter zu arbeiten. Da bin ich aktuell in der Produktionstechnik tätig im Team Digital Production und dort sind wir eben auch genau für die Themen, die wir hier angesprochen haben im Studium, verantwortlich für die Digitalisierung in der Produktion, Vernetzung, die Integration oder Einführung eines MES-Systems. Also behandeln wir gar genau die Themen, die wir auch im Studium behandeln. Jetzt noch schnell bis 15. Juli für den Smart Factory Master bewerben.